Wer bei spontan-tt bei Instagram sehr fleißig schaut, der hat schon gesehen, dass Neu-Ulm mit der vollen Kapelle anreist. Alle Starspieler sind am Start. Kommentar wurde dann schnell wieder gelöscht. Und obwohl Mühlhausen gerade einen wirklich guten Lauf hat, Spieler sind wieder voll da, sieht das im ersten Satz noch so aus, als ob Steffen Mengel da keine große Chance hätte. Das Pokalfinale im Januar findet in Neu-Ulm statt. Da wäre es natürlich ganz sinnvoll, wenn Neu-Ulm auch selber mitspielen würde. Steffen Mengel mit einem wirklich starken Spiel. Lindon Ju mit einigen Eigenfehlern. Und da sehen wir uns im fünften Satz wieder. Und die Riesenüberraschung ist tatsächlich geglückt. Steffen Mengel holt das erste Einzel. Mit nur 20 Jahren ist Truls Moregard einer der besten Spieler der Welt. Der soll Neu-Ulm jetzt verhelfen, ins Halbfinale zu kommen. Zwei starke Sätze von Truls Moregard und ein unglaubliches Highlight gibt es im dritten Satz noch oben drauf. In der dritten Partie dann Ovtcharov gegen Havelsohn. Und nach Steffen Mengel überrascht auch Daniel Havelsohn mit einer unglaublich starken Partie. Perfekt platzierter Ball und Havelsohn zwingt Ovtcharov tatsächlich in den fünften Satz. Ja. 2:1 Neu-Ulm. Und jetzt lasst euch nicht verwirren. Taehyun Kim ist eingewechselt worden. Etwas spät bei den Schiedsrichtern gemeldet, weswegen der Score nicht mehr angepasst werden konnte. Das vierte Spiel dann doch relativ einseitig. Der Favorit macht das Ticket fürs Halbfinale in Neu-Ulm klar.